Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Uiuiui, hier ein paar 10. Erstmal wieder vielen Dank für die ganzen Kommentare und auch, dass ihr bei der Abstimmung teilgenommen habt. Also dementsprechend, da die meisten entweder auf 2 reichen oder mach mal 3 gegangen sind, dachte ich mir, gut, dann werden es auf jeden Fall 2. Und ja, wie schon erwähnt, die sind immer alle recht Aufnahme, also tagesfrisch Let's Plays bei mir. Ich habe keinen Bock, mehrere Parts auf einen Schlag aufzunehmen und die halt dann einfach über Tage hinweg rauszulassen. Ich finde das, ja, weiß ich nicht. Es ist vielleicht nur ein Ding für mich, aber ich finde es halt cool, wenn ich auf irgendwelche Kommentare eingehen kann, auch wenn es in der Aufnahme ist und nicht nur unter den Videos. Dementsprechend wollte ich auch ganz kurz sagen, ich habe einen Kommentar bekommen bezüglich, ob ich alles Mögliche zeigen kann und nicht nur, ob ich halt Sachen zeigen kann und so. Und ja, das ist absolut kein Problem, das werde ich schon machen. Problem ist nur, ich bin manchmal selber ein bisschen ungeduldig und ich mache ja auch sehr viel, also ich würde gerne sehr, 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 sehr viel machen. Und hin und wieder denke ich mir so, oh, jetzt muss ich aber schon ein bisschen in der Story vorankommen und dann mache ich halt das. Aber keine Sorge, ich werde schon noch die ganzen Waffen, die ich so finden werde und so, die werde ich schon alle noch zeigen. Wie zum Beispiel Barrett hat ja auch eine neue Waffe. Die wollte ich mir eh gleich mal angucken. Also, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Auch die ganzen Finisher und Esper und sowas. Alles kommt noch. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles unterbringen soll, weil ich habe halt keine Lust. Ich habe halt keine Lust, die ganzen Esper einmal kurz zu zeigen und dann fertig und dann wieder rauszudingsen, sondern ich würde die halt schon so ausprobieren in den VR-Kämpfen und so. Nur, ja, das kommt alles noch, also keine Sorge, ich will es ja alles auch selber sehen. Also da braucht ihr euch echt wirklich keine Gedanken machen. Das kommt so gut es geht, wenn ich so gut wie ich dran denken kann und werde. Ja. So. Dann, was gab's noch? Ah ja, genau, das nächste wäre dann, ob ich, also desto länger, desto besser, das kann ich alles verstehen. Also wegen bezüglich, längere Parts das ist verständlich. Und glaub mir, ich habe eigentlich auch mega Bock, die Parts am liebsten so lang wie möglich zu machen. Zum Beispiel bei Final Fantasy Remake. Also beim ersten Teil des Remakes, da habe ich die Parts immer ungefähr so lang gemacht, wie das Kapitel ging. Aber natürlich später nicht mehr, weil später hätte es den Rahmen uns gesprengt, weil 14 zum Beispiel ist halt etwas länger und auch die am Ende sind etwas länger. Aber ich habe die halt trotzdem recht lang gemacht. Das hat aber auch den Grund, da ich habe Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion habe ich zuerst gespielt und dann noch den Remake. Ich wollte das alles nochmal als Let's Play frisch auf dem Kanal haben, bevor, da drüben war das, bevor eben Rebirth rauskommt und dementsprechend muss ich da ein bisschen, ja, pushen, sage ich mal. Wobei ich bei 7 Remake trotzdem versucht habe, so ziemlich alles zu machen. Ja, also keine Sorge, ich habe nun Zeit, das ist das hauptsächlich, was ich sagen wollte, ich habe nun Zeit, also ich werde mir hier auch Zeit lassen. Und ich hoffe, das ist okay und ich habe jetzt echt sehr... Das muss einen Weg geben, den Container da runter zu holen. Ja, das machen wir. Ich wollte nur hier gucken, was da ist. Und ja, dementsprechend hoffe ich, ist das okay. Und auch allgemein vielen lieben Dank für die ganzen netten Kommentare, für die Likes, für die Aufrufe. Allgemein, das ist wirklich... Ich bin das nicht gewohnt, okay? Wenn ihr mal so auf die Klicks von anderen Videos und Kommentare achtet, das ist gerade eine Ausnahmesituation für mich. Ich bin damit so dezent überfordert. Also jetzt nicht so schlimm. Also es geht alles noch. Oh ja, ich sollte das Ding mal vielleicht schieben. Aber ja, trotzdem ist es halt so, huh, was geht denn jetzt ab? So, ach du Heilige. Ja, das ist halt einfach Neuland für mich. Sagen wir es mal so, wie es ist. Hin und wieder hatte ich zwar schon Videos, die ein bisschen über die Deck, also die ein bisschen höher gegangen sind von den Klicks und Kommentaren. Aber es war meistens eher die Ausnahme und Final Fantasy 7 Rebirth ist halt gerade jeder Part irgendwie ganz schön krass.
gemacht. Hey, 2000. Wehe, du vergisst's. Hm. Genau. Also, ich würde sagen, damit reicht es erstmal in diesem Part mit dem ganzen Off-Topic. Damit ihr versteht, dass das alles geplant ist und so, ne, absolut kein Problem. So. Von hier aus lässt sie sich nicht öffnen. Könnt ihr vielleicht was ausrichten? Ich versuch's mal. Sind wir was schuldig? 2000, okay? Geschieht mir wohl recht. Jetzt machen die alle den Joke, das ist so witzig. Gewitter! Oh, kriegen wir hier ein paar Mokri-Medaillen? Okay, leider nicht. Wir brauchen mal Mokri-Medaillen. Auf jeden Fall als nächstes kommen wir in die, glaube ich, in die Stadt mit dem Riesengewehr. Ich habe jetzt schon wieder den Namen davon vergessen. Oh, das sieht aus wie ein Boss-Bereich. Jawohl! Oh, Schwachpunkt entdeckt! Hoppala! Verzieh dich! Ah ja, da fällt mir ein, wegen den längeren Parts. Auch, dass ich ja in 4K aufnehme. Und die Videos ja auch selber noch schneiden, rendern muss, weil ich habe getrennte Audiospuren, damit ich die Spiel-Audio und meine Stimmaudio nochmal anpassen kann. Muss ich halt dementsprechend auch rendern. Und das Rendern dauert halt eine gewisse Zeit. Und auch das Hochladen. Deswegen sind längere Videos eher unpraktisch. Was auch mit der Grund ist, wieso es mehrere kleine Parts sind, statt wenige große Parts. Weil sonst würde es wahrscheinlich am selben Tag nicht mehr klappen. So, dann, damit habe ich auch erklärt, wieso... So es am ersten Tag 6 Parts sind, statt 3 längere. Und am zweiten Tag halt ja auch mehr statt 1-2 kleine. Weg! Können eigentlich auch mal hier Zeug machen. Ich habe bei Barrett gerade die Fähigkeit verkackt. Ich wollte eigentlich eine andere haben. Alter, ich hab dem halt noch gefühlt gar nichts ab. Hoppala. Außer der Kopf ist halt gleich kaputt. Jetzt immer rauf da! Ein Barrett-Spezial! Boom! Schön weiter austeilen! Krass, ey. Der verdient echt wenig Leben. Ich muss, ey, das sieht halt so krass geil aus. Wenn wir den einsacken und mit nach Hause nehmen, sind wir Metrill-Milliardäre. Das ist eine harte Boss. Das ist wirklich krass, ey, wie diese Animationen hier sind. Okay, wir beschwören mal. Wen haben wir denn? Ifrit? Oh, okay, wir haben nur Ifrit, den wir beschwören können. Ja, dann Ifrit, komm raus. Ich bitte dich. Tja. Ich würde sagen, dann machen wir auch mal Ifrit seine... Achso, kann ich gar nicht. Ach nee, hier, Barrett. Da machen wir einmal Feuersbrunst. Aber ich denke, es sieht genauso aus wie im Original. Also wie beim ersten Remake. Mal gucken. Jawohl. Oh. Ja, dann machen wir nochmal...
Das andere hier, Flammensturz auf den Kopf. Und Limit von Barrett, Granate. Okay, da war jetzt die Kamera leider ein bisschen doof. Okay, wir können den Rücken und den Kopf anvisieren. Oh, bitte nicht. Oje, oje. Entspann dich mal. Der auch sein Finisher ist wie im Remake. Aber habe ich mir tatsächlich fast schon gedacht. Also schlimm finde ich es nicht. Es gibt ja dafür neue Espas. Oh. So, ich würde sagen, das war's. Dann, warte mal, wir wechseln kurz rüber zu ihm und machen mal seine Limit Blutzahn. Blut soll meine Stärke werden. Okay, das haben wir nicht komplett gesehen. Eine Treppe aus Mithril, hm? Welch eine Ehre. Ja, nice. Aber ich werde das mal ganz kurz gucken. Vielleicht ist hier irgendwas noch. Denn ich hatte jetzt nicht unbedingt mega die Möglichkeit, hier rumzuschauen. Aber es sieht eher nicht danach aus. Na gut, dann gehen wir doch mal entspannt weiter. Wobei, was ist hier? Nee, von da kam ich, oder? Ja. Okay, dann ist hier auch nichts. Gut, dann laufen wir mal voran. Das sieht schon echt geil aus. So, weiter, weiter. Da oben liegen Items drauf. Okay, das kann ich nicht zerschießen. Wieso kann ich das nicht zerschießen? Gib mir das. Okay, da ist soweit nix. Königsfeder, Gegengift. Oh krass, mir fällt jetzt gerade erst auf, dass da ja auch die Items angezeigt werden, wie die aussehen. Ist ja cool. Wie vorher nicht hier? Nee, oder? Muss ich das hier aufmachen? Ich mach's einfach mal, oder? Achso, Aerith hat das Tor geöffnet, also war sie doch vorhin hier. Aber wo sind die denn? Haben die jetzt nicht mehr auf mich warten können? Die haben nicht mal mitbekommen, dass ich hier einen schweren Kampf hatte. Ja, wenigstens sind wir wieder... Nee, warte mal. Boah, ich kann hier den ganzen Weg laufen, was die gelaufen sind, oder wie? Ich mach das jetzt einfach mal. Okay, ich mach das doch nicht. Hä? Von wo kamen die? Ach, die sind wahrscheinlich von da drüben hier rüber gejumpt irgendwie. Aber die kleine Stelle war dann zu viel, oder was? So. Mensch, Mensch, Mensch. Das muss man mal erstmal verstehen. Ach, da sind sie ja schon. Gucken wir nochmal ganz kurz. Oh, was haben wir denn da? Denn ich glaube, ich bin dann erstmal... Oh, okay, ich darf da nicht lang. Ja, dann halt nicht. Jo! Na endlich. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht? Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja, aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Ich würde es an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Es ist unsere verdammte Pflicht, den Planeten zu beschützen. Wenn Shinra uns in die Quere kommt, wird halt gekämpft. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth.
ganz genau auf und davon hinterher und die Jagd beginnt oder so. So. Achso, übrigens, ich habe, wenn ich aufnehme, manchmal so eine, sag ich mal, verniedlichende Stimme. Also manchmal mache ich so und ja und oh. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, 12 bin. Ich bin schon der 30. sehr nahe, aber macht das halt einfach irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Weil da habe ich auch einen Kommentar gekriegt, der war aber warum auch immer auf Überprüfung. Ich habe die Kommentare aber nicht so eingestellt, dass da irgendwas gefiltert werden soll, aber manchmal passiert das, weil YouTube es einfach trotzdem macht. Also nee, ich bin kein pubertierender kleiner Boy, der das macht. Ich mache das halt einfach, weiß ich nicht, weil ich es halt mache. Okay, hallo, was geht? Oh ja, stimmt, ich darf wieder tiefer spielen, nice. Aua, aua. Eine Sache... Oh Mann, okay. Ja, das ist jetzt aber hier gemein. Ist das alles? Oh mein Gott, ich stelle mich gerade an, wie der das erste Mal Final Fantasy spielt. Was soll das? Ja, was ist denn? Ey. Die haben so eine Reichweite, das ist ja abartig. Okay, ich brauche mal kurz Aerith eine Pflaster. Ey, man kommt halt nicht weg. Noch bin ich am Leben. Sobald die den Boden erwischen, kannst du nicht mal ausweichen. Das ist ja übel Kacke. Also man muss wirklich blocken, ansonsten ist man immer im Arsch. Also ausweichen bringt halt echt fast gar nichts mehr. Und deswegen ein bisschen schade. Aber wozu kann man denn dann noch Ausweichrollen machen, wenn es trotzdem jemanden erwischt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so. Das finde ich, das ist tatsächlich bisher das Einzige, was negativ ist am neuen Kampfsystem. Beziehungsweise das ist ja eigentlich das alte Kampfsystem, nur mit ein paar Features mehr. Oh, jetzt ist aber ganz schön dunkel hier. Boah, ich bin schon wieder viel zu viel am Labern, ey. Hin und wieder muss man auch einfach mal die Ruhe und die Musik genießen. Hier sind schon wieder, die kleinen langen Schlangen. Und da geht's wohl gleich raus. Zumindest können wir hier nach draußen gucken. Krass, wir können wirklich nach draußen gucken. Huch, was ist das denn? Ist das da hinten ein Schiff? Ein Frachter oder so, weil da ist Wasser. Das sieht so aus, als wäre das da an Land gegangen oder so. Ja, geil. Also ja, ich gucke mir auch gerne Sachen an, so ist es nicht. Aber jetzt wird's aber hier. Ja, okay, die warten hier alle auf mich oder was? Ja, ihr könnt jubeln, kein Problem, ich bin durch. Hey, sag mal. Und Shinra? Keine Spur. Hm? Oh. Wie schrecklich. Das hat niemand verdient. Das da ihr Ziel ist? Shinras Festungsstadt, Junon. Los. Kapitel 4, Beginn einer neuen Ära. Als ob die sich halt auch erst in Bewegung setzt, nachdem ihr Kumpel einfach weggegrabt wurde. Schnellreise wieder möglich. Esper Phönix. Kampf wurde hinzugefügt. Aber wieso haben sie es jetzt so gemacht, dass man ihre Arme nicht mehr sehen kann mit den Nummern? Das finde ich ein bisschen schade. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool und ich wollte mir sogar alle aufschreiben. Also warum ich sie aufschreiben wollte, keine Ahnung. Ich wollte halt einfach gucken, was für Namen da so vorkommen, aber das kann ich halt vergessen, ne? Woher ist dieser riesige Vogel gerade gekommen? Man erzählt sich von einem Kondor, der einen alten Inselreaktor zu seinem Nest gemacht haben soll. Ob das stimmt, kann ich allerdings nicht sagen.
Und wie man die Insel erreicht, weiß ich leider auch nicht. Geschieht diesen Shinra-Säcken jedenfalls recht. Dem armen Mann aber nicht. Nur wenn wir ihn nicht erreichen können. Ja. Lasst uns erstmal nach Junon gehen. Oh mein Gott, ey, es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Aber eins finde ich sehr crazy. Also im Original war das nicht so, dass hier überall die Gebirge direkt an Junon dran sind. Da war ja Junon eher recht freistehend. Aber keine Ahnung. Ich finde es trotzdem richtig geil. Also richtig, richtig geil gemacht. Was ich aber komisch finde, es gab doch noch so einen alten Turm im Original. Oder ist es das Ding da hinten? Diese Spitze, ist es das? Wir können ja mal auf die Karte gucken. Ah, sieh mal einer an. Da oben waren wir und ich glaube, wir können hier noch überall hin. Ja, weil der Turm müsste nämlich irgendwo in diesem Bereich hier, glaube ich, sein. Da hat man damals dieses Brettspiel da gespielt, was man im Yuffie-DLC machen konnte. Also in Intermission bei Remake. Das hat man da quasi in echt gespielt, wo die Shinra-Soldaten diesen Turm da erklimmen wollten. Ich weiß aber halt nicht, ob das hier immer noch so ist. Hier sind auf jeden Fall wieder ein paar Türmchen. Oh, das ist auch so eine krasse Gun. Also jeder, der Crisis Call nicht gespielt hat, bitte spielt. Da gibt es so eine geile Stelle mit Sephiroth und Genesis und Angeal. Also die Cutscene ist mega. Ist zwar nicht hier in dem Ort gewesen, sondern ist auch ein Kampfsimulator, aber trotzdem richtig geil. So, wir können also hier auf jeden Fall wieder Schnellreise machen. Das ist doch geil. Dann können wir direkt wieder zurück, wenn was ist. Das finde ich super. Oh, mir taugt das. Mir taugt das so unendlich. Wie der eine halt schon da war. Vorne ist, ey, der hat gar keinen Bock auf seine Kollegen. Oh, ich gehe mal vorne. Ich habe keinen Bock hier vom Vogel gefressen zu werden. Achso, apropos Phönix. Da stand ja, ich habe eine Esper erhalten. Deswegen gucken wir einfach mal. Hab ich die jetzt wirklich bekommen oder? Nee, habe ich nicht. Wieso stand da dann Esper, also Phönix erhalten? Für den Kampfsimulator, maybe? Müssen, wenn wir Chadley sehen, müssen wir mal gucken. Aber so wie Titan schätze ich mal, dass wir dem zur Hälfte gut Schaden machen können. Und danach gefühlt gar nicht mehr, so dass es quasi unmöglich ist, den zu besiegen. Das finde ich halt wirklich gemein. Also, selbst wenn man erfahren ist, geht's halt nicht. Oh, hallo! Ja, warte, ich komme. Hier, glaube ich, können wir kein Chocobo rufen, oder? Das hieß ja, in jedem neuen Gebiet müssen wir ein Chocobo erst fangen. Oh, bitteschön, extra für dich. Was ist das eigentlich für einen komischen, für einen Samen, den er da auf dem Rücken hat? War auch cool, dass hier auch das Loveless ist, das Theaterstück. 18 Uhr. 25.06. um 18 Uhr. Ja, das Poster haben wir auch, also darum geht es auch sehr viel bei Genesis. Der mag dieses Stück sehr, die Gedichte davon. Hey, ich kann nicht aufhören hier zu gucken. Auch dieses Schiff da, das da vor Anker gegangen ist, das also gesunken ist, das interessiert mich irgendwie sehr. Und da ist es doch ein Riesenschiff gewesen. Das wird da anscheinend gebaut oder so, keine Ahnung. Hey, seht ihr das? Warte, ich guck mal, ob ich das irgendwie... Hey, jetzt ploppt das weg. Da seht ihr dieses kleine Ding im Himmel, das immer hin und das jetzt weg ist. Jetzt ist es wieder da. Also genau hier, wo jetzt die Spitze von Cloud Schwert ist. Da dieses Ding drüber. Was ist das? Ja, so kleine Dinge. Ja, ihr seht, ne? Ich achte schon auf so auf vieles. Was ist das? Oh, das ist eine Chocobo-Farm. Noch eine. Weil ich will mal gucken, können wir hier unseren Ruf... Nein, können wir nicht. Okay, genau. Also das dachte ich mir schon. Ja, das haben wir schon gesagt bekommen, deswegen danke für den Text, falls man es vergessen hat. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, hallo Ranch. Das ist doch eine Chocobo-Farm. Wem die wohl gehört? Das ist tatsächlich eine einzige Sache, die mich ein bisschen stört, ist, dass Aerith's Stimme auf einmal so extrem hoch ist. Ach, da ist Chadley, sehr gut, dann können wir gleich mal schauen. So, moin. Willkommen auf Junons Chocobo-Farm. Stell dir vor, Cloud. Die Chocobos bekommen hier spezielles Futter. Es werden Algen und zermalmte Fischgräten untergemischt. Etwas anderes hätte ich in Junon auch nicht erwartet. Fischgräten, okay.
So, schauen wir mal. Ist Phönix hier drin? Ich schätze mal. Ja, tatsächlich. Da ist erstmal Phönix. Gegenstände, die eingesetzt werden, Kampf, Teilnehmer 1 bis 3. Erreicht schon die Regel. Okay. Hat noch so viel. Stufe 17. Müssen wir alles noch machen. Und keine Sorge, das werde ich alles auch noch machen. Aber halt erst, wenn ich ein bisschen was davon gesammelt habe. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Denn meine Angst ist es, dass ich irgendwann zu overlevelt bin und ich weiß nicht, ob die Gegner hier mitleveln oder nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie nicht mitleveln, weil es hieß ja am Anfang, dass die alle, also dass die Missionen alle einen bestimmten Level-Progress benötigen. Und es wäre halt dann schade, wenn ich dann halt da durchrasiere, es wäre halt nix. Habe ich halt ein bisschen Angst vor. Deswegen mache ich nicht alles auf einen Schlag, sondern halt dann dementsprechend dann später. Oh, da haben wir eine Mission von dem alten Nackenmann. Ihr seid neu hier, oder? Kommt ihr etwa von den Sümpfen? Genau, wir haben uns Chocobos von Bills Farm ausgeliehen. Ah, Himmel, Arsch und Zwirn. Ich habe ihm schon so oft gesagt, seine dummen Schilder abzunehmen. Auch auf Chocobos sind die Sümpfe zu gefährlich. Ich heiße übrigens Gabe, das hier ist meine Farm. Und ihr braucht gar nicht erst fragen, meine Chocobos verleihe ich nicht. Das Transportgeschäft wird von Shinra stark reguliert. Bisher habe ich mich trotzdem irgendwie über Wasser halten können. Aber mein Wagen hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Und weil ich mir die Teile für die Reparatur nicht leisten kann, ist mein Geschäft so gut wie tot. Das Ganze deprimiert sogar meine armen Chocobos. Sollen wir ihnen bei der Reparatur helfen? Das ist nett, aber ohne Ersatzteile? Es reicht also, wenn wir die besorgen können? Tja schon, aber guckt euch doch mal an, wie der Wagen aussieht. Ich weiß ja nicht. Und ich habe leider nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Interessieren dich meine Chocobos? Ich habe mehrmals versucht, sie in die Wildnis zu entlassen, aber sie kommen immer wieder zurück. Das hab ich jetzt davon. Da eröffnet man ein Geschäft und dann ist der eigene Kopf der Erste, der rollt, wenn's bergab geht. Aber sagen Sie doch sowas nicht. Es ist nicht Ihre Schuld. Komm schon, Cloud. Die Chocobos brauchen uns. Wir müssen ihnen helfen. Bitte. Klar. Juhu! Gut, wenn ihr drauf besteht. Ich warne euch gleich. Die Ersatzteile, die wir brauchen, sind in dieser Gegend schwer zu finden. Und wo können wir sie finden? Bei einem Händler, der in einer Hütte auf dem Berggipfel lebt. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Nur eine bestimmte Chocobo-Dame schafft den Aufstieg. Bell heißt sie. Das letzte Mal habe ich sie dort drüben gesehen. Wird aber nicht leicht, sie zu fangen. Gehen wir es an. Ah. Also haben die Chocobos hier anscheinend auch verschiedene Fertigkeiten, so wie im Original auch. Also manche konnten im Original auch über Berge rennen und andere halt nicht. Deswegen, ja, okay, sehr interessant. Aber wie das hier umgesetzt ist, habe ich mal gespannt, weil hier, ich glaube jetzt nicht, dass ein Chocobo hier drüber watscheln kann. Aber gespannt bin ich trotzdem. So. Schauen wir mal, was gibt's hier noch? Schon ein bisschen schade, dass er uns nicht bezahlen kann. Nicht will. Dem Kerl geht's besser, als er den Anschein erwecken will. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Meinst du etwa, er wollte uns hinters Licht führen? Damit wir die Arbeit für ihn erledigen? Vermutlich. Egal. Ich mach's trotzdem. Für die Chocobos. Ja, crazy. So, was hast du denn so zu verkaufen? Jetzt sag nicht, du willst auch goldene Chocobo-Federn. Jeder Chocobo-Fan ist herzlich willkommen in unserem Shop. Och, die will auch Federn. Oh, Skorpionhelm, Skorpionkyras. Ja, Wahnsinn. Warte mal, wir haben zwei. Dann holen wir doch erstmal das da, weil dann haben wir erstmal das eine Set fertig. Und was hast du noch? Magisches Pulver. Riesensch. Okay. Boah, krass. Ich habe schon Eisenerz mit Maximum. Und ja, keine Sorge, ich guck mir auch diese Synthese an. So, Hallöchen. Mann, ey, müsst ihr wieder alles kaputt machen. Okay, gut, das kann ich wahrscheinlich noch nicht. Aber ich habe hier noch keinen. Ja gut, also wir sollen erstmal Fange Bell da hinten. Ja, dann schauen wir doch mal da drüben. Komm, das machen wir noch in der Folge.
meine, ich habe ja gesagt, ich mache nicht immer direkt um 30 aus, sondern es ist halt... Ah, da ist sie, oder? In der Gegend halten sich Chocobos auf. Oh, das sind zwei. Warte mal, da hinten ist auch eins. Ich weiß nicht, welches davon das Choco ist, welches wir brauchen. Gott, ich glaube, ich muss da drüben lang. Sonst alles Open Field. Geht da ganz hinten, glaube ich. Alter. Ach, die ist das. Das ist ein Schalter. Was macht denn der Schalter? Guckt halt direkt in meine Richtung, ne? Fährt das Ding dann? Ah, ich sollte ihm jetzt langsam folgen. Ah, guck mal, wie der guckt, ey. Der denkt sich so, was geht denn da ab? Ich hab dich schon lange gesehen. Ich mach nur, ich sag nur nichts, weil ich es irgendwie interessant finde, was du hier machst. Ja, was macht das da? Sag nicht, das fährt dann wieder zurück. Ich glaube aber schon. So, wir haben ein paar Steine. Okay, dann schmeißen wir doch mal einen Stein dahinter. Zeigt sich unbeeindruckt vom Stein. Ja gut, dann vielleicht doch den Schalter. Der weiß halt, dass ich da bin. Das ist ja Wahnsinn. Bitte fahr nicht du zurück. Bitte fahr nicht du zurück. Nee, okay. Dann kommt der da drüben. Aber es heißt doch dann, dass ich entsprechend schnell sein muss, oder? Aber das ist nur, damit ich da allgemein hinkomme. Boah, bleib mal stehen jetzt. Cloud läuft immer ein bisschen weiter, als er laufen soll. Auf den Schalter. Okay. So, dann machen wir es mal. Wupp. Ja, Wahnsinn. Jetzt habe ich nur noch einen Stein. Scheiße, ich hätte den anderen noch einsammeln sollen. Ah, der ist ein bisschen schneller als ich. Ja gut, das war ein bisschen dumm. Nein, ich hab's verkackt. Okay, wiederholen. Boah, dass man das so lange braucht. Vom letzten Kontrollpunkt. Ja, dann Kontrollpunkt, bitte. Boah, geil. Achso, ich soll den erstmal wiederholen. Wenn man die ganzen Steine einsammeln. Vier Stück. Aber ich kann nur drei tragen, so wie es aussieht. Ne, ich kann alle vier tragen. Okay. Ich gehe dann schon mal, ne? Schauen wir mal, ob wir es diesmal wieder entspannt treffen. So, zack. Ich gehe mal ein bisschen weiter, weil das Ding ist dann doch ein bisschen schnell. Ah, es überholt mich. Nein, ich wollte der Allerbeste sein. Ach du Scheiße, das ist viel zu schnell. Ohoho. So, was mache ich jetzt? Ja, seit wann ist da einer? Jetzt pennen die. Ach, sobald man da dran vorbei ist, schlafen die oder was? Okay, ach, da drüben ist ein Schalter. Da muss ich wahrscheinlich versuchen, den da hinzuschmeißen. Und dann zack, da dran, oder? Oh mein Gott, da muss ich jetzt einmal rum. Ich war so nah dran. War so nah dran. Aber der ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr so schnell. Ich glaube, ich muss einmal die Seiten wechseln. Sonst zieht mich der andere Chocobo. Bin mal gespannt. Oh, okay. Bin mal gespannt, wie ich das jetzt gleich umsetzen soll.
Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nein, 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 du siehst mich. Oh mein Gott, jetzt wird's schneller, es wird schneller, es wird schneller. Nein, bitte bleib langsam. Ich bleib hängen. Bleib hängen. Okay. Nein, Alter, wieso ist das so schnell? Ach, ich kann auch schneller gehen. Ich bin so dumm, ich kann schneller gehen. Ja, wenn man es halt nie ausprobiert, ne? Oh Gott, Kamera. Gott. Nein! Du hast mich nicht gesehen, ich bin nicht da. Oh Gott sei Dank, ey. Ich dachte schon. Jawohl, hab ich dich. Uhuhu. Spannung. Gut so. Ach, die anderen entspannen einfach, gehen einfach entspannt dahin. Danke, Tifa. Ich habe alles umsonst gemacht. Sag's doch einfach. Cool. Geilo. Berg-Chocobos können mit ihren starken Beinen äußerst steile Hänge erklimmen und hinaufsteigen. An Steilwänden, auf denen Zeichen von Berg-Chocobos zu sehen sind, erscheint das Symbol, welches anzeigt, dass das Tier diese Höhenunterschiede überwinden kann. Versuch dich also ruhig am Aufstieg. Aha. Ja, nice. Dann würde ich aber sagen, war es das erstmal mit dem Part und wir hören uns dann im nächsten Part heute irgendwann in 2 Stunden oder so wieder. Deswegen bis dahin, euer Guantanamo. Tschüssi.